Was passiert jetzt mit der Stromstärke, die hier im gesamten Kreis fließt? Bleibt sie A gleich, B fällt sie um 12 mA, C sie verdoppelt sich oder D sie steigt um 17 mA? Hallo liebe YouTube-Zuschauer, wir machen heute was komplett Neues, nämlich ein Stromquiz. Ich baue euch 4 Schaltungen hier mit Widerständen auf, verändere etwas an der Schaltung und dann müsst ihr überlegen, was sich an der Spannung oder an der Stromstärke in einer bestimmten Stelle in der Schaltung ändert. Wie in einem richtigen Quiz stelle ich euch 4 Fragen mit aufsteigendem Schwierigkeitsgrad. Ich bin gespannt, wie viele Fragen ihr richtig beantworten könnt. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Voraussetzung ist, dass ihr das Ohmsche Gesetz sowie die Regeln für die Reihen- und Parallelschaltung von Widerständen kennt. Die Videos dazu verlinke ich euch hier in der Videobeschreibung. Los geht's! Frage 1 hat das Level Elektro-Einsteiger. Ausgangssituation ist hier eine Spannungsquelle mit einer Klemmenspannung von 10 Volt hier und einem Widerstand R1 mit 15 Ohm. Und jetzt schalten wir hier diesen zweiten Widerstand hier in Reihe zu diesem ersten. Davor natürlich immer die Spannungsversorgung abschalten. Und jetzt die Frage, wie verhält sich hier die Spannung U1 an diesem ersten Widerstand, wenn wir diesen Widerstand in Reihe dazu schalten? Beide haben R gleich 15 Ohm. A, die Spannung bleibt gleich. B, die Spannung verdoppelt sich. C, sie wird um 10% kleiner. Oder D, die Spannung halbiert sich. Als Hilfe blende ich immer noch das Schaltbild ein. Du siehst jetzt hier links den Zustand 1 und rechts den Zustand 2. Gesucht ist, wie gesagt, die Spannung U1 nach dieser Änderung. Am besten drückst du jetzt kurz auf Pause, überlegst und lockst dann gedanklich sozusagen deine Antwort ein. Die Lösung kommt dann gleich. So, Widerstand ist eingebaut, wir können unsere Quelle anschalten und messen an unserem Widerstand hier 5,047 Volt. Das heißt, Antwort D ist die richtige, die Spannung an diesem Widerstand halbiert sich. Warum ist das so? Im ersten Zustand hatten wir nur diesen Verbraucher hier, das heißt, die gesamte Spannung von 10 Volt fiel hier ab. Jetzt haben wir eine Reihenschaltung von 2 identischen Widerständen, das heißt, die Spannung teilt sich gleichmäßig auf und wir haben hier nur noch 5 Volt. Kommen wir zur Frage Nummer 2, Level Stromkenner. Wir haben wieder den gleichen Ausgangszustand hier mit der Spannungsquelle mit 10 Volt Klemmenspannung und einem Widerstand mit 15 Ohm. Jetzt schalten wir einen zweiten Widerstand ebenfalls mit R gleich 15 Ohm hier neben den ersten, das heißt parallel. Und die Frage ist, welche Stromstärke I1 hat der Strom durch diesen ersten Widerstand nach dieser Änderung? Bleibt der A gleich? Wird der B um 25% kleiner? Oder C verdoppelt er sich? Oder D gibt es eine Reduktion des Stromes auf 0,5 Ampere? Das Ausgangsschaltbild ist wieder das gleiche und für die Frage 2 suchen wir jetzt, wie gesagt, die Stromstärke vom I1. So, der Widerstand 2 ist eingebaut, der Strom fließt jetzt hier vom Pluspol zu diesem Knotenpunkt, einmal durch den R2 und einmal hier durch das Multimeter und dann durch den R1 und hier fließen wieder beide zusammen. Und ich schalte die Quelle an, um herauszufinden, was passiert und wir sehen 0,67 Ampere fließen durch diesen R1, das heißt Antwort A ist richtig. Die Stromstärke durch den R1, die bleibt trotz Parallelschaltung gleich. Auch wieder die Frage, warum ist das jetzt so? Dadurch, dass wir eine Halbierung des Gesamtwiderstands haben, haben wir eine Verdoppelung des Gesamtstromes. Aber wir haben ja 2 identische Pfade für den Strom. Das heißt, der Gesamtstrom teilt sich hier auf und am Ende fließt dann doch wieder genau der gleiche Strom durch den jeweiligen Widerstand, wie wenn wir nur einen einzelnen Widerstand hier im Stromkreis hätten. Und Frage Nummer 3, wir steigern uns Level Strom Profi. Wir haben als Ausgangszustand hier wieder eine Quelle mit 10 Volt Klemmspannung und 2 in Reihe geschalteten Widerständen mit
R1 gleich 10 Ohm und R2 gleich 15 Ohm. Jetzt schalten wir einen dritten Widerstand parallel zu dem R2 hier. Und die Frage ist, was passiert jetzt mit der Stromstärke, die hier im gesamten Kreis fließt? Bleibt sie A gleich, B fällt sie um 12 mA, C sie verdoppelt sich oder D sie steigt um 17 mA? Und auch zur Frage 3 wieder das Schaltbild. Wir haben die Reihenschaltung von R1 und 2. Und jetzt die Frage, was mit dem Gesamtstrom passiert, wenn wir den R3 hier noch parallel zu R2 schalten. So, die Schaltung ist umgebaut. Wir haben erst hier das Multimeter, durch das der Strom fließt, anschließend durch den 10 Ohm Widerstand und dann durch die zwei 15 Ohm Widerstände. Im Zustand 1 hatten wir eine Reihenschaltung mit 10 plus 15 Ohm, also 25 Ohm. Bei einer Klemmenspannung von 10 Volt von der Quelle hier ergibt es einen Strom von 0,4 Ampere. Und jetzt im Zustand 2 haben wir hier 10 Ohm plus parallel 15 Ohm. Das heißt, der Widerstand hier von diesen beiden halbiert sich. Das heißt 7,5 insgesamt. 10 plus 7,5 sind wir bei 17,5 Ohm. Und dann wieder laut dem Ohmschen Gesetz die Formel dazu. I ist gleich U durch R, haben wir 10 Volt durch 17,5 Ohm. Und damit sind wir bei 0,57 Ampere. Und damit ist Antwort D richtig. Und das prüfen wir jetzt natürlich auch noch nach, ob auch wirklich 0,57 Ampere fließen. Und wir sehen da 0,576. Dadurch, dass die Widerstände ein bisschen Toleranz haben, passt das sehr gut. Und damit kommen wir zur vierten und finalen Frage vom Stromquiz heute mit dem Level Widerstandsmeister. Ich habe hier eine relativ wilde Schaltung. Ihr seht auch gleich im Schaltbild, wie genau die aufgebaut ist. Und die Frage ist, was ist, wenn ich jetzt hier diesen fünften Widerstand, bisher sind es vier, noch dazu schalte, wie sich dann der Gesamtwiderstand ändert. So, und hier jetzt das Schaltbild. So sind die Widerstände auf meinem Schreibtisch verbunden. Die Werte seht ihr unten. Und jetzt schalten wir, wie gesagt, diesen R5 hier noch rein. Und die Frage ist, wie sich jetzt der Gesamtwiderstand hier von der Schaltung ändert. Wird er um 10% größer? Wird er um 12,6 Ohm kleiner? Wird er um 23,4 Ohm kleiner? Oder um 26,7 Ohm? Kleiner Tipp noch, nehmt euch einen Stift und ein Papier und zeichnet euch das selber nochmal auf, ansonsten wird es wirklich schwierig. Damit viel Spaß beim Knobeln, die Lösung gibt's gleich. So, wir machen jetzt eine kleine Handskizze, um das Ganze hier zu visualisieren. Der Schlüssel zur Antwort auf die Frage ist, sich die Schaltung hier umzuzeichnen, so dass sie einfacher nachvollziehbar wird. Und ein guter Trick dafür ist, sich den Weg des Stromes hier durch die Schaltung nachzuverfolgen und sich dadurch dann die Widerstände so umzuzeichnen, dass es besser zu verstehen ist. Wenn wir hier beim Pluspol der Schaltung anfangen, wird der Strom hier anfangen zu fließen und durch den R1 fließen und hier durch den R2. Und wir sehen die beiden rechten Anschlüsse von R1 und R2, die sind direkt miteinander verbunden. Das heißt, hier diese beiden Widerstände sind schon mal parallel geschaltet. Zur besseren Übersicht habe ich jetzt hier mal noch K1 für Knoten 1 oben und unten hingeschrieben und genauso K2. Das heißt, das sind jeweils die gleichen Potenziale hier, wie ich es jetzt gerade andeute. So, und wenn wir jetzt den R4 und den R3 betrachten, dann haben die den oberen Anschluss auch wieder auf dem gleichen Potenzial. Das heißt, die sind auch parallel und zwar in Reihe zum R1 und R2. Und der R5 hier, der ist vom oberen Knoten zu diesem unteren Knoten, zu diesem K3. Das heißt, der ist parallel zu allen vier anderen Widerständen. Im Prinzip direkt vom Plus zum Minuspol. So, die Schaltung hier jetzt noch fertig gezeichnet. Und wenn wir jetzt hier mal die Rechnung machen für den Gesamtwiderstand ohne den R5, dann kommen wir hier auf 31 Ohm. Wenn es da Fragen gibt, gerne in die Kommentare damit. Und mit dem R5, wenn der noch parallel dazu geschaltet ist, haben wir einfach R1 bis 4 parallel zu R5. Und dann kommen wir hier auf 7,56 Ohm.
und die Differenz sind damit die 23,4 Ohm. Das heißt, Antwort C ist bei dieser Frage hier richtig. Und jetzt kommt noch der Nachweis, dass wir hier richtig gerechnet haben. Das ist das Schöne an der Technik. Da kann man wunderbar das dann alles auch praktisch beweisen. Wir haben jetzt hier parallel unseren R1 und R2, die 15 Ohm. Und hier parallel unsere R3 und 4 in Reihe dazu. Und wenn ich jetzt hier den Widerstand messe, dann seht ihr hier genau 31 Ohm. Das passt wunderbar. Und wenn wir jetzt hier parallel noch den R5 mit 10 Ohm geschalten haben, messe ich jetzt auch nochmal, was dann hier herauskommt. Und wir sehen 7,7 Ohm. Auch das passt ziemlich gut zu unseren berechneten 7,6 Ohm. Damit sind wir am Ende von unserem Stromquiz heute angekommen. Mich würde natürlich interessieren, wie fandet ihr das Format und wie viele Fragen konntet ihr denn jetzt richtig beantworten? Wie gesagt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, macht's gut und bis zum nächsten Mal.